Schön. Hallo Steini. Gut, dann bin ich aber auch jetzt mit dem Chatter so schon mal da, Kauer. So im Ding. Und Kreativität auslassen. Also, es ist Ewigkeiten her, mit einigen Freunden, damals in meiner Heimatstadt hier, mal, das ist ein bisschen viel, so was ich hier habe, ne? Komm, das packen wir mal beiseite, das können wir. Wenn ich da noch Paprika mit rein, das reicht. Dann packen wir das damit rein und. Ja. Da ich ja so faul am Hobeln bin, habe ich ja ne, hier schon mal was Vorgehobeltes. Da hatte ich ja mal die DRT ins Leben gerufen mit Freunden. Die dienstlichen Rollenspieltage. Und diese bösen Kräfte wollen wieder so eine Convention machen. Und in einem Anfall von geistigem Schwachsinn, also dem Normalzustand von mir, habe ich gesagt, klar, machen wir, bin ich bei, ich helfe. Und da sind wir jetzt, haben wir jetzt angefangen, erstmal nur angefangen, Ideen zu sammeln und was weiß ich auch immer. Also, wir werden eine Con, ich werde mit Freunde, Streamer, Bürger Twitch. So ungefähr wollen wir da wieder eine Convention machen. Über ein Wochenende. Also wie gesagt, wir sind jetzt erstmal in der Planung. So. Und weil ich ja ein fauler Mensch bin, faul ist doof. Wie heißt das neudeutsche Wort dafür? Nicht faul. Faul wäre ja gelogen. Bequem. Da ich ein bequemer Mensch bin, ne, wird dann natürlich vor 2023 nichts werden. August 2023, also noch über ein Jahr hin. Ja, immer diese Werbung, kann ich auch nichts für. Ich finde das dann immer toll, wenn ich Werbung kriege am PC. So Werbung, die Blutung da aufnimmt, wo sie immer passiert, also in der Handfläche. Ich habe mich noch nie in der Handinnenfläche geschnitten. Total toll. Andere Werbung, die ich auch immer sehr, sehr schön finde, so unser neues Rasierklingen-Vierschneider-Blade-System. Hallo? Wozu brauche ich ein Rasierapparat? Ja? Investieren Sie jetzt? Habe ich kein Geld für. Oder auch so Werbung. Meine Lieblingswerbung ist eigentlich die, die anfängt, wenn Sie jetzt kaufen, sparen Sie. Das heißt, in den ersten 5 Sekunden der Werbung widerlegt die, beweist die Werbung, dass sie lügt. Wenn ich gar nicht kaufe, spare ich noch mehr. Shiraza, hola, moin. Vielleicht gerade, weil du einen Bart hast. Ich wüsste nicht, wann ich keinen... Also, sagen wir es mal so. Das letzte Mal, dass ich keinen Bart getragen hatte, war zu einem Zeitpunkt, da ich noch keinen Bartwuchs hatte. Ansonsten könnte ich die höchste Macht auf Erden auch gern mal fragen. Vielleicht bin ich ja auch schon mit Bart auf die Welt gekommen. Ich weiß es nicht. Du mal einen Schuss Wasser reinmachen. Ne? Könnte auch sein. Also, ich bin da nicht so. Ich habe an meine eigene Geburt so wenig Erinnerung. Vielleicht erinnern sich da andere besser dran als ich, aber ich habe ja auch ein schlechtes Gedächtnis.